Hallo und herzlich willkommen bei Antworten aus der Bibel. Wie komme ich in den Himmel? Eine Frage, die sich Menschen schon tausende von Jahren stellen. In den folgenden Videos werde ich dir vier zentrale Punkte zeigen, auf die es ankommt. 500 Jahre ist es her, da glaubten die Menschen, vereinfacht gesagt, sie könnten sich ein Ticket in den Himmel kaufen, indem sie der Kirche etwas spenden, die sogenannten Ablassbriefe. Doch dann kam dieser Theologe Martin Luther mit Hammer und Nagel bewaffnet und nagelte seine 95 Thesen an eine große Kirchentüre. Luther zeigte in diesen Thesen und in der folgenden Reformation, dass es hauptsächlich auf vier einfache Punkte ankommt, um in den Himmel zu kommen. Diese vier Punkte, dieser PIN-Code für die Himmelstüre, die möchte ich dir erklären. Wir fangen heute mit dem ersten Punkt an, sola scriptura. Das versteht heute natürlich niemand mehr oder mindestens fast niemand. Sola scriptura, das heißt alleine durch die Bibel. Luther sagt, die Bibel alleine reicht völlig aus, um dir den Weg in den Himmel aufzuzeigen. Die Bibel ist alles, was du brauchst. Sie öffnet dir die Augen und zeigt dir, wie Gott wirklich ist. Denn weißt du, wir Menschen, wir sehen Gott von uns aus ja nur ganz undeutlich. Eigentlich nur Konturen, irgendwie verschwommen wie jemand, der gar nicht gut sieht. Und weil wir Gott nicht deutlich sehen, drücken wir ihn in unsere eigene Form rein, in unsere Vorstellung, wie er sein sollte. Jeder bastelt sich irgendwie seinen eigenen Gott und sagt, ich finde, so müsste Gott sein, für mich stimmt das so. Doch lass uns das hier einfach mal ganz klarstellen. Wenn es einen Gott gibt, der Himmel und Erde geschaffen hat, dann ist er doch einfach so, wie er eben ist. Nicht so, wie wir ihn gerne hätten. Es bringt uns doch überhaupt gar nichts zu sagen, ich finde, so sollte Gott sein, sonst kann ich nicht an ihn glauben, weil es einfach nicht wahr ist. Die Bibel, die hilft uns, unser verschwommenes Bild auf Gott scharf zu machen. Sie ist wie eine Brille. Sie zeigt uns den wahren Gott, wie er wirklich ist, ein liebender Vater und gleichzeitig auch ein gerechter Richter. Manchmal oder leider immer öfter, wenn wir Pfarrer oder Pastoren über die Bibel sprechen, dann sind uns diese krassen Wahrheiten irgendwie unangenehm und wir sind in der Gefahr, sie abzuschwächen. Doch das ist das Geniale an der Bibel. Ihr ist überhaupt nie etwas unangenehm. Die Bibel, die schwächt sich nie selbst ab. Sie ist knallhart ehrlich. Also mir ist das lieber, als wenn mir jemand Honig um den Mund schmiert. Die Bibel, die zeigt dir glasklar auf, was Gottes Plan mit deinem Leben ist, was seine Maßstäbe, seine Erwartungen an dich sind, was die Konsequenzen für deine Sünden sind, was passiert, wenn du mal stirbst. Sola Scriptura, alleine die Bibel, sagte Martin Luther. Das bedeutet, du brauchst nichts neben der Bibel, um dir Gott zu erklären, um dir den Weg in den Himmel zu zeigen. Eigentlich noch nicht einmal meine Videos, das fändest du alles in der Bibel. Du brauchst dazu auch keine Meinungen auf gutefrage.net zu konsultieren. Gott selbst gibt gute Antworten auf deine Fragen in der Bibel. Der Apostel Paulus, der schreibt im 2. Timotheusbrief, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Die Bibel ist die Bedienungsanleitung für dein Leben. Sie zeigt dir den Weg zum Himmel. Hast du schon einmal darin gelesen? Come on, das ist das meistverkaufteste Buch der Welt. Sie wurde schätzungsweise über 3000 Millionen Mal verkauft. Im Vergleich dazu ging das zweitbestverkaufteste Buch, Herr der Ringe, nur 150 Millionen Mal über den Ladentisch. Die Bibel ist der absolute Bestseller. Fang doch noch heute an, in der Bibel zu lesen. Am besten kaufst du dir eine einfach lesbare Übersetzung, wie zum Beispiel die Hoffnung für alle. Und startest einfach mal im ersten Buch des Neuen Testaments. Das ist die Biografie von Jesus. Hochspannend. Auf meiner Webseite gabrielhessler.com findest du unter diesem Beitrag einige Tipps für Bibelleseeinsteiger und auch eine Empfehlung für gute, zeitgemäße Bibelübersetzungen. Das war's für heute von Antworten aus der Bibel. Nächstes Mal geht's weiter mit dem zweiten zentralen Punkt von Martin Luther. Ich danke euch fürs Liken, fürs Teilen und fürs Kommentieren. Wir sehen uns. Bye.